Zaubersturm Taifur Diane. Seine Spezialität: Ball ins Netz statt Kaninchen aus dem Zylinder. 10-mal hat der Trick bereits geklappt in dieser Saison. Bemerkenswert, Siegenstrainer Ingo Peter will Diane nicht manndecken lassen. Raumdeckung, das Rezept gegen den Mann aus Guinea. Ganz schön keck, der Aufsteiger. Der kurzfristig auf Schönberger verzichten musste, beim Aufwärmen machte sich seine Adduktorenverletzung bemerkbar. Für ihn Wolf im Team. Siegen von links nach rechts, Foul Tiku an Klein. Freistoß Jonjic. Wolf und Eich. Wolf stahl sich wie ein Fuchs hinter die Homburger Deckung, traf den Ball nicht richtig. Glück für die Gäste. Deren Abwehr sich so manchen Fauxpas erlaubte. Nächstes Beispiel. Tiku und Gatti auf der Linie. Siegens Angreifer verfehlten, dafür testete Tiku die Reaktion seines Kollegen. Homburg mit Gatti und Kacharaba für Bessan und Azim. Viel Klein-Klein im Spiel der Saarländer. Diane hier mit einem Ballverlust. Und ganz anders die Spielanlage der Siegener Sportfreunde. Das Konzept, lange Bälle, wie in dieser Szene auf Saric. Asif Saric, er hatte es zumeist mit Eichmann zu tun. Und erneut Missverständnis in der Homburger Defensivabteilung. Die Sportfreunde dagegen am Anfang mit mehr Freude am Spiel und mit mehr Biss, die Truppe von Ingo Peter. Jonjic, der Siegener Sportfreund für das Ressort ruhender Ball. Sorislav Jonjic, kreativer Kopf, der Gastgeber. Dann Klein auf Zirba. Zirba und Eich. Stanic lässt Zirba relativ ungestört und Eich investiert jeden Millimeter seines Körpers. Homburg als der Liga stärkstes Auswärtsteam mit einer enttäuschenden Vorstellung. Hier einmal Kacharaba. Sehen und staunen. Keine Tore zur Pause, ein überwiegend taktischer Kick, kaum spielerische Finessen. Zweite Hälfte, Siegen im Vorwärtsgang. Hüscher gegen Gatti. Hüscher und Eich. Wladimir Hüscher gegen Gatti, der nach diesem Dribbling wohl einen Kompass brauchte. Und Homburgs Keeper Eich verhinderte den Rückstand. Allerdings im Homburger Angriff plötzlich Leben in der Bude. Außerdem Siegen mit ungewollter Hilfestellung. Hier durch Germann. Kacharaba 1:0 für Homburg, 53. Minute. Der Opportunismus eines Torjägers und Siegen nach dem Motto, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Es war sicherlich eine Unstimmigkeit zwischen allen dreien, also Torwart, dem Afram Kutschi und von mir vielleicht auch. Ich habe keine andere Möglichkeit eigentlich in dem Moment woanders hinzuspielen und der Afram hat wahrscheinlich gedacht, der Torwart kriegt den Ball und der Torwart hat gedacht, der Afram kriegt den Ball und so kommt eben sowas zustande. Der FC Homburg nun deutlich stärker als in Halbzeit 1. Taifu Diane mit dem Pass auf Schwarz, Alois Schwarz und Kellermann. Siegens Abwehr in dieser Phase so schwerfällig wie Mr. Moura nach dem 5. Niederschlag. Avelaz auf Diane. Oft ist das Leichte einfach super schwer. Homburg mit überfallartig eingefädelten Kontern. Zumeist über Avelaz. Muschinka. Anatoli Muschinka. Die Chancenverwertung des FCH mangelhaft. Weiterhin rannten die Siegner also dem knappen Rückstand hinterher. Fehler Eich, Kutschi längst aus dem eigenen in des Gegners Strafraum beordert. Schwerstarbeit für die Mannschaft von Homburgs Trainer Uli Sude. Es läuft die Schlussphase, letzte Möglichkeit für Siegen durch Jonjic. Es blieb am Ende beim 1:0 für Homburg, Siegens erste Niederlage im eigenen Stadion. Auch heute haben wir bewiesen, dass wir mit den Spitzenmannschaften mithalten können, was das Spielerische angeht, das Kämpferische, Konditionelle. Vielleicht fehlt so ein bisschen die Abgeklärtheit noch in den einzelnen Situationen. Und wir haben auch heute wieder sehr, sehr unglücklich verloren. Homburger Sieg also trotz mäßiger Leistung aus diesem Holz sind Aufsteiger geschnitzt.